Das willst du halt mal legen. Ja. Er ist meine beste Beziehung. Zu Brauerei Forst ist die beste Beziehung. Die Frau Fuchs, die Seniorin, hat ein bisschen Wogen gekauft, hat sie mir angerufen, wo ihr auf Hort bei der Umziehe mit dem Wogen. No. Hat sie mir hingeholt, mir rein. Und dann hat sie mir mal ausgefragt, wo ich überhaupt umgehen kann mit Ross. Nicht? Dann habe ich gesagt, ja, Frau Fuchs, das lassen Sie mir rüber, Sie brauchen mir allein Wogen geben. Man muss zuerst das Tier kennenlernen und dann muss das Ross die kennenlernen. Dann hast du ein Team. Dann kann man arbeiten. Das ist hier ein bisschen mehr. Nein, sie haben voll in Ehren gehabt. Mit all diesen Menschen haben wir so viele Verbindungen seit so vielen Jahren. Gottes Willen, da war ich noch gar nicht auf der Welt, als diese Menschen schon ein- und ausgegangen sind in der Forst. Und ohne diese Verbindung hätten wir so viele Sachen auch nicht auf die Beine stellen machen können oder zusammen erleben können. Und in dem Ganzen ist so viel Stoff, der wird einfach durch dieses einzige Bild, durch diesen einzigen Moment, hat der alles erklärt. Und ich weiß, das wird angenommen und ich weiß, man wird daran hängen bleiben. It's auch schon besser, wenn wir stehen. Genau. Tiere geben einem ganz viel zurück. Ich glaube, wenn der Mensch das einmal sehen hat oder vielleicht auch die Fähigkeit entwickeln hat, noch mehr auf den hinzugehen, wo es mir gibt. So kriegt man es auch zurück. War, glaube ich, schaut die Welt ganz anders aus. Ja, Brauerei Forst ist sicher ein Vorzeigebetrieb in Südtirol oder nicht nur in Südtirol, europaweit. Ich persönlich genieße es ja auch gern. Sie macht hochwertige Produkte, das glaube ich schon auch verstärkt das Produkt Südtirol mit wirklich qualitativ gut zu vermarkten. When the people are in the picture, the people are the worst model. Because the animals are always very honest, very, very, very ehrlich. Yeah, how do you say that? They do not fake. Ja, sicher kann man von den Tieren auch viel lernen. Sie sind ruhig und sehr zutraulich. Und wenn man ihnen Liebe gibt, dann kriegt man das auch alles wieder zurück. Und sie ist halt etwas, was ich sehr schätze und da einfach der Ausgleich von Alltag, was man bei den Viechern hat. Es ist diese unglaubliche Freundschaft und dass wir einfach auch unseren Leuten, die uns ewig über Jahrzehnte treu waren und uns geholfen haben, Sachen zu realisieren, dass wir etwas zurückgeben, nämlich dass wir einfach sagen, Chapeau, Hut ab Südtirol und vor diesem großen Respekt und einfach dieser Wertigkeit und uns niemals alleine gelassen zu haben. Genauso wie das Tier einen auch nicht alleine lässt. Nicht? Es ist alles ein Erzeugnis von hier. Das ist wieder der Begriff Heimat, der für so vieles wie eine Identität auch steht. Man muss ganz fein sein und das ist die gleiche Beziehung wie beim Kinder. Man darf nicht böse sein, man muss immer mit den Guten halt lernen, weil sonst bekommen sie Angst und dann passt das nicht. Sie müssen einfach ein Vertrauen auf die Person haben.
ist schon so, dass jedes Viecher natürlich einen eigenen Charakter hat, wie jeder Mensch auch hat. Dass es komischerweise allem die gleichen sein, was auch wieder einen Unfrieden bringen. Und es gibt ein paar, die sehr zutraulich sind und ein paar, die total scheu sein, sozusagen. Es gibt ihre, die extrem verhältnismäßig viel gefräßiger sein wie andere. Ich bin oft auf der Halbe umgekehrt und haben mir mal gesagt, da gibt es die Bäsekur und die feine Kur. Auf der kannst du fast rauchen, auf der anderen passt es fast nicht getraut, zu uns zu gehen. Ich bin ja ein traditionell denkender Mensch. Ist halt natürlich die Biermarke Nummer 1 in ganz Südtirol. Das Bier, mit dem wir als Jugendliche natürlich auch gewachsen sind. Das ist sicher das erste Bier, was man getrunken hat. Ob das Speck ist oder Schüttelbrot oder auch der Südtiroler Wein, fast gehört genauso dazu, das ist meine ehrliche Meinung. Ich glaube, das ist ein Teil von Südtirol, eine von den wichtigsten und größten Firmen, was wir haben. Ja, gut, Pause. Professional Model. Das ist einfach so etwas Schönes. Man sieht, dass die Tiere hier, die so gerne haben. Das siehst du direkt, wenn du umgehst, die brauchen niemanden. Nicht? Und auf die muss man schauen. Schaust du mich? Nein. Ja. Wenn man sie versteht, irgendwie, die Viecher irgendwie, sie sind intelligent. Oftmals besser wie die Leute sind sie. Die geben dir das wieder zurück, nicht irgendwie. Die sind wirklich fein zu haben. Ja, okay. Ich war 5 Jahre Vegetarier, aber nicht, weil ich Fleisch nicht mag, weil ich einfach von der Massentierhaltung eine Abneigung habe und das nicht unterstütze und es deswegen nicht isst. Aber ich habe echt gerne Fleisch gegessen. Also habe ich immer gesagt, ja, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als mir selber das Fleisch zu produzieren. Die Forschbrauerei braut eigens ein Bier für einen Greiterhof. Das ist ein naturtrübes. Das macht das Bier überhaupt bei Damen ganz beliebt. Arbeiten mit dem Viech, das ist das höchste Grot, das wir haben dürfen in unserem Land. Das ist eine Verbundenheit, die man mit Worten nicht beschreiben kann. Das musst du erleben. Ja, Südtiroler Grauvieh ist eine uralte Rinderrasse und ist in den Alpentälern drin beheimatet. Wenn eine gute Kuh, eine schöne Kuh, eine feine Kuh auf dem Hof da angehölbert und sie hat ein schönes Kuhkälbel, dann weiß man, der Zug geht weiter. Man muss dem Menschen was zutrauen. Ich habe das Foto gezeigt, wie es in München mit ihrer Großmutter hat riecht. Und wenn man auf dem Viech schaut, traut in schlechten Situationen, die werden nur nie verlassen. Aber es ist ein alter Spruch und den soll man allem weitergeben. Wie du mir, so wie dir. Und so tun auch die Viecher mit uns.